Die Dräger UCF 9000 speichert automatisch Bewegbilder ihres Einsatzes. Sie können diese Videos jederzeit vor Ort anschauen, egal ob Sie diese im Standardmodus, in einem bestimmten Voreinstellungsmodus oder im Echtbildmodus aufgenommen haben. Drücken Sie die obere Leiste der Vier-Wege-Taste. Es erscheint im oberen Bildschirmbereich das Symbol Video und eine interaktive Videoplayer-Steuerung. Drücken Sie die untere Leiste der Vier-Wege-Taste. In der Mitte Ihrer interaktiven Videosteuerung sehen Sie jetzt einen blauen Punkt. Sie befinden sich jetzt in der Pause-Funktion. Drücken Sie erneut die untere Leiste, jetzt startet die Wiedergabe. Mit der linken bzw. rechten Leiste der Vier-Wege-Taste können Sie jetzt vor- bzw. zurückspringen. Während der Wiedergabe erscheint im Display das Symbol für Wiedergabe. Sie können die Wiedergabe stoppen, indem Sie zweimal die untere Leiste drücken. Das Gerät befindet sich jetzt im Pausenmodus und das Pausesymbol wird im Display angezeigt. Um die Wiedergabe wieder zu starten, drücken Sie zweimal die untere Leiste der Vier-Wege-Taste. Sie können die Funktion Video-Wiedergabe verlassen, indem Sie mit der unteren Leiste die interaktive Videosteuerung aufrufen. Jetzt drücken Sie zweimal die obere Leiste. Die Funktion wird verlassen. Generell können Sie diesen Modus über die grüne Taste jederzeit verlassen.